Hallo und herzlich willkommen zur kreativen Auszeit mit Sigrid. Heute basteln wir mal wieder ein paar Verpackungen oder eine Verpackung. Und zwar die sogenannte Box ohne Kleben. Ich hatte dazu auch schon mal ein Video. Ich habe die jetzt nochmal in einer etwas anderen Größe gebastelt und zeige euch, wie es geht. Hier seht ihr das Päckchen jetzt nochmal. Und wir starten mit dem orangen Teil, heißt mit dem Cardstock. Und zwar müsst ihr den zuschneiden. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich hatte da ja schon das eine Päckchen draus gemacht. Auf 16 cm, die habe ich jetzt hier schon. Und 11 cm. So, da fahre ich mal kurz meinen Arm wieder ein, damit ich hier ein bisschen besser arbeiten kann, und drehe euch das auch jetzt so hier in die Kamera, dass ihr das hoffentlich auch sehen könnt. Und zwar fangen wir jetzt auf dieser 16 cm langen Seite damit an. Einmal auf der rechten, einmal auf der linken Seite bei 1,5 cm eine Falzlinie zu ziehen. Dann nehmt ihr die kurze Seite, fangt an bei 2,5. Ich drehe das dann um. Ich mache das immer gerne, weil das einfach auf der Schiene besser geht. Das nächste wäre dann 4, 7 und 8,5. Da könnt ihr auch noch mal kontrollieren. Sollte auf dieser Seite dann 2,5 sein. Dann sind wir hiermit soweit fertig. Die Maße gibt es natürlich wieder auf meinem Blog. Also irgendwie hat es meine Kamera zurzeit wieder nicht mit dem Scharfstellen. Ich weiß manchmal auch nicht, woran das liegt. So, und zwar habt ihr jetzt, ich knicke das mal eben hier, damit man das hoffentlich etwas besser sehen kann. Hier und dort ein kleines Quadrat. Und da müsst ihr jetzt mit Falzbein und Lineal einmal diagonal ziehen, und zwar so, dass die in die Mitte hier hochgehen. Dazu, hoppla, legt ihr einfach an den entsprechenden Kanten hier und hier an und zieht einfach fest mit dem Falzbein rüber. Und das macht ihr auf der anderen Seite ein zweites Mal. So, denkt dran, dass das Falzbein ein bisschen breiter ist, dass man das ein bisschen mit berücksichtigen sollte. Und auf der anderen Seite müsst ihr das natürlich ganz genauso machen. Wie gesagt, wichtig ist halt, dass die Diagonalen in diese Richtung laufen, also hier hin, als würdet ihr hier oben eine Spitze haben, weil ihr das dann gleich so passend knicken müsst. So, meine letzte noch. Und die solltet ihr natürlich auch vorknicken, was aber eigentlich ganz einfach geht, indem man, jetzt muss ich mal gucken, in welche Richtung muss das denn später geknickt werden, so, nach innen drückt und einmal ein bisschen gegendrückt. Oh, also nochmal, ihr drückt hier nach innen und ein bisschen gegen, ich war schon wieder aus der Kamera raus. Und hier natürlich genauso, wenn ihr mit dem Fingernagel so dagegen drückt, lässt sich das eigentlich ganz gut knicken hier in die Richtung, die ihr dann auch braucht. Es ist eigentlich ganz gut, wenn ihr versucht, das auch nochmal mit dem Falzbein ein bisschen nachzuziehen. Passt aber auf, dass ihr den Rest nicht knickt. Weil wenn ihr das jetzt nochmal so ein bisschen nachzieht, das halt hinterher ganz einfach zusammenfällt. Und muss man das natürlich hier in diese Richtung genauso machen. Da und dort. Und auch da ziehe ich jetzt noch mal ein bisschen nach. Und dann sollte das Ganze jetzt, wenn ihr das so zusammenfaltet, eigentlich schon ganz einfach in die passende Richtung gehen. Am besten fangt ihr erst mit der einen Seite an. Wie war das mit Murphy's Law, wenn man es zeigen will? Geht es natürlich nicht so. Jetzt, wenn man in die falsche Richtung drückt, geht es natürlich auch nicht. Dann könnt ihr den Schokoriegel, den ihr habt, da einpacken. Und die andere Seite dann genauso rüber knicken. Und dann ist das hier soweit
zusammen. Ich glaube, das muss man einmal andersrum knicken, weil meistens doch eine Seite ein Hauch kürzer ist als die andere und dann passt einfach ein bisschen besser. So, jetzt hält das zwar so eigentlich schon recht gut, wie ihr seht, aber ich finde es schon hübscher, wenn hier auch noch eine, ups, ihr seht jetzt hier mein ganzes Drumherum gerade runterkommen, wenn hier noch ein bisschen Papier drumherum ist. Und da habe ich mir jetzt altes Designerpapier ausgesucht, das ich aber ganz nett dafür finde. Und da müssen wir jetzt auch noch einmal Papier zuschneiden. Die Breite habe ich jetzt so, wie es gerade war. Achso, sollte ich vielleicht nochmal hier rollen. Also so die, das war halt ein Rest, den ich jetzt so noch hatte. Ich finde es ganz nett, wenn man noch ein bisschen was sieht. Es macht aber auch nichts, wenn ihr jetzt zum Beispiel Papier habt, das nur so breit ist. Das geht natürlich genauso gut. Also sucht euch einfach Reste aus, die da entsprechend passen. Das Ganze kürzt ihr dann ein auf 11,5 cm. Und ich mache das dann so, dass ich das nicht vorknicke, sondern mir die Verpackung nehme, die ich habe, und drumherum wickel, weil ich festgestellt habe, dass es dann hinterher eben viel besser passt von der, also wie stramm das ist, damit man das dann halt auch noch so einfach hin und her schieben kann, wie hier jetzt. So, jetzt habe ich das, also das müsst ihr dann schon einmal so ein bisschen erst anknicken, damit ihr wisst, wo diese Knicklinien sind. Dann nehme ich das runter und lege das schön ordentlich an und ziehe es einmal mit der Hand nach, damit es dann auch ordentlich vorgeknickt und gerade ist. Und ich habe das jetzt hier bei dieser Box so bemessen, dass, zeige ich das nochmal, wenn ihr das jetzt hier unten drum wickelt, das eine Stück einen Hauch kürzer ist als das andere. Das mache ich nach unten, weil dann das Ganze sehr bündig abschließt. Und ich mache das so, dass ich halt auf die Seite, wo das nach oben kommt, unter das Papier den Kleber mache. Und hier an die Kante die zweite Kleberhälfte, weil dann bei beiden Seiten gewährleistet ist, dass es nirgendwo drüber geht, und ich kann das dann so wunderbar zukleben. Und wenn man jetzt so ein bisschen rumgeht, sieht man gar nicht so, wo jetzt die Knicke sind. Dann, nein, nicht die Knicke, wo der Überstand hier ist. So, dann brauchen wir natürlich auch noch den Schriftzug obendrauf. Da habe ich aus dem Marienkäfer-Set das Ganze hier ausgesucht mit dem Erfolg, weil meine Freundin sich das wünschte. Die schenkt ihren Abiturienten bei der Prüfung immer diese Schokis als Erfolgsbringer. Und ich darf die dann halt verpacken. Und habe hier noch den kleinen, ja, nicht quadratischen, sondern so doch enger rechteckigen Stanz, die Stanzform aus den, wie heißen die, gestickte Rahmen oder so, schreibe ich euch auch auf meinem Blog. Und mit dem, oh, das ist jetzt auf dem Kopf, aber ist ja egal, ich stanze ja eh noch aus, stanze ich das jetzt hier mal eben aus und dann klebe ich das jetzt einfach mit einem Dimensional hier auf meine Box und so ganz leer fand ich das halt langweilig, deswegen habe ich mir hier noch ein kleines Blümchen rausgesucht, das es leider nicht mehr zu kaufen gibt. Aber ich mag es sehr gerne und da ich es habe, kann ich es jetzt auch benutzen. Und da habe ich dann in die Mitte hier einen großen Strassstein gepackt. So, und dann knicke ich die Blümchenseiten immer so über diesen Stein, dass das halt schön plastisch aussieht. Und als Kleber nehme ich dann einen Glue-Dot, den ich so ein bisschen zwischen den Fingern rolle. So.
Und das kann ich dann hier unten noch in die Ecke kleben. Und damit ist die Verpackung dann auch fertig. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, dir gefällt meine Box und ich konnte dir damit noch eine neue Idee liefern. Ich freue mich natürlich, wenn du wieder Fotos zeigst. Du weißt, das kannst du auf meiner Facebook-Seite unter dem Video machen. Ich freue mich natürlich auch, wenn du mich mal auf meinem Blog oder auf Instagram besuchst, denn da gibt es auch noch andere Ideen als meine Videos. Und falls du meinen YouTube-Kanal oder auch meine Facebook-Seite noch nicht abonniert haben solltest, genauso wie meinen Instagram-Account, freue ich mich natürlich, wenn du das jetzt noch nachholst, denn dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder beim nächsten Mal. Bis dann!